Und damit herzlich willkommen zurück hier bei Randall am Montag. Und zwar sind wir zurück in der U-Bahn-Station. Das Wort wollte jetzt gerade nicht kommen. Ja, hier haben wir die beiden wieder gesehen und gucken jetzt gleich mal, was die zu sagen haben. Der Junge hat auf jeden Fall das Geld von Darth Vader. Und da gucken wir mal. Was geht, Junge? Du bist hässlich. Alles klar. In jedem schlummert innere Schönheit, außer in dir, versteht sich. Du bist auch nicht gerade ein Adonis. Hey, das ist aber ein cooles Abzeichen. Kann ich das mal ausleihen, Kleiner? Du Penner! Ja, das mag ja deine persönliche Meinung sein, aber lenken wir mal nicht ab. Willst du das vielleicht eintauschen? Nein, ich bin hier das Gesetz. Okay, ich hasse ihn. Ist es immer noch verpönt, kleine Kinder in Computerspielen umzulegen? Du bist hässlich. Nein, ist es nicht. Hau nur drauf. Nichts Neues ein, Schandmaul. Schandmaul? Ha, wie alt bist du denn? 60? Ich glaube, das war's. Soll ich sie dir wieder auffüllen? Oder willst du lieber Süßigkeiten? Kinder lieben Süßigkeiten, oder? Hey, wenn ich mir das Abzeichen ausleihen darf, bringe ich dir Süßigkeiten, okay? Nein! Ich will eine bessere Knarre. Kriege ich das Abzeichen, wenn ich dir eine bessere Knarre besorge? Weiß nicht. Du bist so hässlich. Ich will eine bessere Knarre. Aber wer weiß, wenn du mir Süßigkeiten mitbringst? Was ein kleines Dreckskind. Ich muss ihn irgendwie bestechen oder so, wenn ich mit dem kleinen Presser ins Geschäft kommen will. Ich glaube, er hat was von einer neuen Knarre gesagt. Gut, gut. Wir brauchen was mit richtig Bums. Kleines Kind bestehlen? Was mache ich nur am Wochenende? Aber er hat's verdient. Ist nur ein Luftballon. Ich glaube, ich habe vor ungefähr 3 Wochen das Interesse an Ballons verloren. Ich bin jetzt erwachsen. Ich mag Ballons. Sagen wir einfach, nicht mein Typ. Darum geht's ja auch gar nicht. Fangen wir mal nicht an, hier die Passanten zu begrapschen, ja? Dann red mal halt einfach nur mit ihr. Ich will sie nicht nerven, die sieht beschäftigt aus. Außerdem ist sie eine alte Schlampe. Fronten geklärt. Hey, Bob! Was treibt dich hier in diese Gegend? Keine Hydranten zu streichen, oder was? Guten Morgen, wie geht's denn so? Verdammt, jetzt habe ich mich aber erschreckt. Kenn ich dich? Ob du mich kennst? Nee, ich wollte höflich sein. Was, darfst du dich nicht mit Fremden unterhalten, oder was? Das ist schön. Was? Darfst du dich nicht mit Fremden unterhalten, oder sowas? Was geht dich das an? Scheiße, ich weiß nicht, ob es an dem Fluch liegt oder an mir, aber irgendwie wird es immer schwieriger, neue Freunde zu finden. Tja, ich weiß nichts von einem Fluch, also liegt's wohl an dir. Ich finde dich ziemlich nervig. Jetzt zieh Leine. Übrigens, dauert das echt so lange, so ein Schild aufzuhängen? Ist das dein Van da drüben? Ach, hier unten links im Bild. Schöne Werkzeuge und gleich so viele davon. Ja, Werkzeuge. Schöne Werkzeuge und gleich so viele davon. Danke. Sind die neu? Nein. Warum? Weil ich was haben will. Die Nagelpistole. Oh ja. Oh, die Nagelpistole sieht wie ein cooles Spielzeug aus. Kann ich die mal kurz haben? Siehst du nicht, dass ich die gerade benutze? Ich dachte, du könntest vielleicht mal eine kleine Pause machen oder so. Tja, kann ich aber nicht. Und außerdem könntest du dich verletzen. Ich wette all mein Geld, dass ich aus einer halben Meile Entfernung deinen Helm treffe. Guter Versuch, aber immer noch nein. Das wäre eine geile Knarre. Könnte ich mir mal dein Maßband ausleihen? Auf keinen Fall, das brauche ich gerade. Nein, du brauchst die Nagelpistole. Ich muss echt gerade was ausmessen und das dauert ja auch nur einen Moment. Im Ernst, komm schon. Abgelehnt. Immer wenn ich jemanden ein Werkzeug ausleihe, sehe ich es nie wieder. Ich verspreche es, du hast es gleich zurück. Ich glaub dir nicht. Wow, ich bin echt kein guter Lügner. Ehrlich gesagt muss ich nicht mal was ausmessen. Du hast sicher gar nicht so viele, wie du glaubst. Wie bitte? Werkzeuge. Ich dachte, jemand wie du müsste eigentlich viel mehr haben. Ich habe genug Werkzeuge. Die sind alle im Van. Interessant. Interessant? Ja, kannst du mir die mal zeigen? Nein. Warum nicht? Komm schon.
Gib mir einfach den Schlüssel. Ist das dein Van da drüben? Warum? Ach, einfach so. Aber glaubst du nicht, dass der etwas blöd abgestellt ist? Du blockierst den Gehweg und ich glaube ja, der steht außerdem im Parkverbot. Die Arbeit hier ist dringend. Ich kann parken, wo ich will. Verstehe. Vielleicht habe ich mich nicht klar genug ausgedrückt. Der Van blockiert den Zugang zu meinem Haus. Es ist ja nicht so, dass ich mich nicht dran vorbeiquetschen könnte, aber der stört mich ganz einfach da. Kannst du den nicht ein Stückchen bewegen, bitte? Klar, sobald ich hier fertig bin. Okay, die Runde geht an dich. Dauert das echt so lange, ein Schild aufzuhängen? Wie bitte? Ich meine, es sollte doch nicht so lange dauern, 4 Nägel mit Mama reinzuschlagen. Hm? Ich sag's ja nur. Wer hat hier wohl die Uniform an? Du oder ich? Tja, ist doch völlig egal. Außerdem, wenn ich so drüber nachdenke, warum haust du denn immer auf den gleichen Nagel? Ich bin Handwerker. Ich will, dass alles perfekt ist. Wow. Dein Boss ist sicher hoch erfreut. Ich arbeite für die Stadt. Oh, na, dann arbeitest du ja quasi für mich. Klar, Mann. Okay, wir gehen mal besser. Dann gehe ich mal besser. Aber wir wissen, im Van sind genügend Werkzeuge. An die müssen wir ran. Hier steht Samuel L. Jackson. Hey, was geht, Jules? Wo ist Vincent? Ich heiße Pitt und du wirst deinen Arsch hier nicht so leicht aus der Schlinge ziehen. klar, Mann. Übrigens, ich dachte, heute wäre Sci-Fi-Con. Warum bist du nicht dort? Ach, fuck, Mann. Die verfickten Bastarde haben sie im letzten Moment abgesagt. Ich gehe da hin und gebe den verfickten Muschis eine Kugel in den Kopf. Bleib mal locker, ist doch nicht so schlimm. Immerhin musst du nicht die klitzekleinen Teile Schädel vom Rücksitz pulen oder so. Nicht so schlimm? Nicht so verfickt schlimm? Ich bin eine atombombenlegende Arschlochsau, Motherfucker. Jedes Mal, wenn ich meinen VIP-Ausweis sehe und gar nicht dort bin, bin ich voll TNT. Ich bin die Kanonen von Navarone. Im Ernst, was zum Geier mache ich eigentlich hier noch? Ich gehe da hin und mach sie alle. Jo. Mann, Junge. Bleiben wir mal cool, wie zwei Fonsis. Und bitte sag mir, dass das keine echte Knarre ist, die du da hast. Was hast du gesagt? Mr. 9mm ist immer geladen, okay? Motherfucker. Ja, sicher. Ist klar. Das wäre auch eine tolle Waffe für den Jungen. Na, dann zeig mir doch mal, wie Mr. 9mm arbeitet. Action. Kann ich nicht machen. Ach, komm schon. Nur ein Schuss in die Luft. Wir sind hier mitten auf der Scheißstraße am helllichten Tag. Ich gebe keinen Schuss ab. Das macht eine Menge Lärm und ich habe keinen Schalldämpfer. Jetzt brauche ich einen Schalldämpfer? Okay, so langsam müsste ich mir was aufschreiben hier. Schöner Aktenkoffer übrigens. Danke. Was ist da drin? Die Wäsche vom Boss. Du musst für deinen Boss die Wäsche waschen? Wenn er sie sauber haben will, ja. Was für ein Scheißjob. Ja, habe ich auch gedacht. Ich glaube, da hängt eine Socke vom Boss raus. Stimmt. Kommen wir da ran? Verpasst du auch einem Mann eine Fußmassage? Fick dich! Ich hörte, du bist ein Oberfußmeister, dass deine Technik so gut ist, dass es nicht mal kitzelt oder so. Fick dich, Motherfucker! Weißt du, ich bin ziemlich fußmüde. Ich könnte auch eine Fußmassage vertragen. Mann, pass lieber auf. Ich bin schon ein bisschen angepisst hier. Okay. Ich bin verwirrt, was uns das jetzt bringen sollte. Ah, er legt das immer hier ab. Nichts für mich drin. Was? Na? Hey, Finger weg! Das ist kein Spielzeug. Tja, dann hätten die das nicht so schön bunt machen sollen. Das ist allerdings richtig. Auf mich zu nerven, verzieh dich! Wenn ich nur einen Penny hätte für jedes Mal, dass das jemand zu mir gesagt hat, hätte ich jetzt ungefähr $2,75 zusammen. Das klingt nicht nach viel, aber Penny für Penny wären das 400, 500 Leute? Ich bin kein aggressiver Typ, aber ich verliere gleich die Geduld. Nerv jemand anderen, ja? Ah, dein Verlust, Alter. Na gut, ich probiere das jetzt nochmal. Bloß, dass es sich nicht immer so ewig belegen dann. So. Was wird das? Ja, ist gut. Ich will's. Okay. Ja, ist gut. Wir können es nicht einfach wegnehmen. Habe ich kapiert. So, hallo, Van. Tür offen. Abgeschlossen. Verdammte Axt. Die Seitentür. Ansonsten kommen wir nicht rein.
Bei meinen letzten Fahrversuchen wurde Sri Lanka von einem Tsunami verwüstet. Sicher nur ein Zufall, aber man weiß ja nie. Den Schlüssel hat natürlich nur er. Werkzeuggürtel. Moment. Moment. Vergiss es. Die Teleskopente ist nur für ernsthafte Angelegenheiten da. Gut, die Idee war aber nicht schlecht, fand ich. Abgefahrener Werkzeuggürtel. Mitsamt Werkzeug drin. Da kann ich nichts rausnehmen, ohne dass er es merkt. An seine Werkzeuge komme ich auch nicht ran. Ja. Bop, bop, bop. Blöde Geschichte. Dann können wir hier nochmal in die Seitenstraße gucken. Da hat sich auch nichts verändert. Ne, alles soweit beim Alten. Was der Hund hier zu sagen hat. Ein kleiner Chihuahua. Sein Name steht im Halsband. Ich glaube, er ist Barclay. Den haben wir noch gar nicht gebraucht, oder? Oh oh. Verdammter McConey! Jetzt komme ich nicht in meine Wohnung. Aber der hat sich nicht verändert. Der sieht so aus wie gestern. Gut, wir kommen nicht in die Wohnung. Wir haben jetzt quasi jeden... bis in jeden Teil abgelaufen, den wir ablaufen konnten. So langsam müssten wir uns was einfallen lassen. Ein Blech. Das würde keiner wollen. Na, Versuch war's wert. Ein Hammer. Können wir ihm den Hammer anstatt der Nagelpistole geben? Ich habe seit 7 Jahren niemanden mehr einen Hammer übergezogen. Ich bin clean. Aber könntest du es ihm ja einfach geben. Werkzeuggürtel. Ich glaube nicht, dass das hinhaut. Okay. Jetzt brauchen wir einen Anhaltspunkt. Einen Anhaltspunkt, wie wir weitermachen. Ich dachte ja, wir bekommen wenigstens irgendwie ein Werkzeug oder den Laser oder was auch immer. Dass wir zumindest ein bisschen hin und her handeln können. Wir müssen an das Abzeichen. Weil... da glaube ich, war das ein Polizeiabzeichen? Sheriffabzeichen? Mit dem können wir wahrscheinlich den Dieb überrumpeln, dass der uns den Ring wiedergibt. Aber vorher müssen wir noch hier bei den Werkzeugen, den Laser und. Ich weiß nicht wie. Der Laser ist zu heiß. Da könnte man eine Zange gebrauchen. Und ansonsten ist der hier schwer beschäftigt. Nämlich hier Bob. Wir haben auch nicht wirklich was, was wir mit dem direkt jetzt nehmen können. Wir können ihn noch nicht anleimen. Das muss nicht geklebt werden. Versuch war's wert, dass es für ihn zumindest unbrauchbar wird. Kann man das Schild sehen, was er da dran macht? Nö, kann man nicht. Werkzeuggürtel Bird, Bob, Bird. Werkzeuggürtel Bob, Maßband, Nagelschießer. Und beides kann ich nicht nehmen. Ich werde nicht drauf bestehen. Würde zwar gern die 9mm in Action sehen, aber der Feigling traut sich nicht vor allen Leuten. Hier wäre ein Schalldämpfer nicht schlecht. Wenn er durch die Zeitungen schießt. Ich denke nicht, dass das klappt. Habe ich das versucht mit Videothek zu benutzen, oder? Das war falsch. Sehe ich wie der Zeitungsjunge aus? Ein Versuch war es doch wert. So, was haben wir denn hier? Nichts, was einem Schalldämpfer ähnlich wäre. Nein, kein Hilfesystem. Aber, bevor ich es vergesse, wir können mal speichern. Das ist auf jeden Fall nie verkehrt. So. Falls uns wieder das Spiel abschmiert. Na gut, das kann man eventuell umbasteln, dass es ähnlich aussieht wie ein Polizeiabzeichen. Können wir mit der Eulen wieder was machen? Nö, die ist gar nicht mehr anzuklicken.
könnten uns immer noch verkleiden und zum Psychiater gehen. Wenn man denn was hätte, um uns zu verkleiden. Claytons Cave gab's nicht wirklich, was? Es sei denn, der Travis dort unten wartet ja noch auf jemand. Das wäre vielleicht nicht schlecht, wenn man wüsste, auf wen er wartet. Hat sich aber noch nichts getan. Wenn ich mich hier in der Kiste verstecke. Na? Ich muss eigentlich nur lang genug in der Kiste bleiben. Irgendwann kommt schon derjenige, auf den er wartet. Bringt uns nicht viel. Gut. Habe ich kapiert. Versuch war's wert. Lässt uns Matt mittlerweile rein? Hat sich ja was getan? Vielleicht ist die Freundin ja jetzt angekommen. Ne, er lässt uns immer noch nicht rein. Hey, was geht ab, Kumpel? Frage, habe ich hier vielleicht meinen Nagellack liegen lassen? Ich habe halt dieses Vorstellungsgespräch heute und weißt du... Vergiss es. Was? Hast du dich schon entschieden, weil du dich ins Jenseits befördern willst? Hast du schon entschieden? Weil du dich ins Jenseits befördern willst? Der ganze Satz passt nicht, oder? Ha. Was ist denn so wichtig an Sally, dass du es nicht mehr mir sagen kannst? Bist du sicher, dass du nicht doch noch ein paar Biere zwischengehen willst? Ich muss los. Was ist denn so wichtig an Sally, dass du es nicht mal mir sagen kannst? Das ist Pärchenkram, Randall. Ich muss ihr Sachen gestehen. Das stimmt. Das musst du. Also bitte mach nichts Dämliches, bis sie hier ist. Ich hol den Scheißring zurück. Klar. Du klingst nicht gerade überzeugt, aber für mich reicht's. Das klingt nicht gut. Wir machen's trotzdem. Bist du sicher, dass du nicht doch noch ein paar Biere zwischengehen willst? Ganz sicher. Wenn ich noch mehr saufe, vergesse ich vielleicht, was ich vorhatte. Oder dass ich überhaupt was vorhatte. Und echt, ich habe viel zu viel Zeit dafür aufgebracht, als dass ich jetzt einen Rückzieher machen könnte. Okay, das sind ja mal überzeugende und gute Argumente. Also du willst sagen, dass ich absolut nichts tun kann, deine Meinung zu ändern? Tut mir leid, Kumpel. Heute nicht. Okay, aber wenn du es wirklich machst, denk drüber nach, was in dem Abschiedsbrief stehen soll. Ich komme da immer ein bisschen schlecht bei weg und Sergeant Kramer wird dann sauer und beschimpft mich dann immer. Mann, wovon redest du? Nichts. Stimmen in meinem Kopf. Hast du schon entschieden, wie du dich ins Jenseits befördern willst? Ich meine, wenn du das wirklich durchziehst... Wie? Okay. Tja, ich denke über viele Möglichkeiten nach. Erst dachte ich an Einfrieren. Weißt du, auf die Weise sehe ich vielleicht eine Zukunft... Eine Zukunft, wo die Maschinen die Kontrolle haben. Ja, klar. Aber ich habe wohl gestern den Kühlomatik offen stehen lassen, weil heute Morgen war der offen und ich hatte eine Eisbahn in der Küche. Oh, wie gruselig. Vielleicht waren das Geister. Vielleicht. Weißt du, wegen der ganzen Scheiße glaube ich wieder an sowas. Und das ist auch gut so. Ist es? Ja. Ich habe eine Liste mit Pros und Kontras für den Selbstmord. Und jetzt, wo ich wieder an Geister glaube, habe ich auch ein neues Pro. Klingt vollkommen logisch. Dann dachte ich daran, mich mit irgendeinem anderen Küchengerät zu killen. Aber meine ganzen Wondermatic-Apparate sind im Arsch. Der Ofen, der Mixer und jetzt der Kühlschrank. Langsam glaube ich, die Firma ist gar nicht so toll, wie ich anfangs dachte. Und deswegen liegen so viele scharfe und spitze Gegenstände auf deinem Tisch? Genau. Oldschool ist immer noch am besten. Naja. Ich habe alles da. Aber ich weiß nicht so recht. Der Korkenzieher ist ziemlich cool, aber ich glaube nicht, dass das wirklich praktisch wäre. Dann habe ich noch einen Eispickel. Der hat, wie soll ich sagen, eine ziemlich sexy Aura. Sexy Aura? Ja, muss ich immer an Basic Instinct denken. Was? Nichts. Ich glaube nur nicht, dass hier eine heiße Blondine ohne Höschen reinkommen wird und auf dich einsticht. Und mal ganz ehrlich, ohne das ist es nicht so sexy. Oh, musst du immer so auf meinen Träumen rumtrampeln? Also,
Was hast du denn noch so in petto? Tja, diese Messer, die gar nicht mal so scharf sind. Und die Flasche. Die könnte ich ja zerschlagen und mir den Hals mit einer Scherbe aufschlitzen oder so. Mann, dein Selbstmordplan ist ein Rohrkrepierer. Vielleicht. Vielleicht auch nicht. Aber wenn ich die Schere finde, ist das Problem erledigt. Erzähl weiter. Ganz einfach. Ich stech mir damit in den Kopf, so heftig es geht, und dann rühre ich so lange rum, bis mein Gehirn zu den Ohren und zur Nase rauskommt. Und dann hack ich mir wie wild in den Augen rum. Oh, Mac, hör auf, lass es, mir wird schlecht. Scheiße, Mann, das ist echt übel. Übel, aber effizient. Was hast du erwartet? Die Welt ist grausam. Ich weiß, Kumpel, aber wie steht's mit deiner Lebenslust? Du weißt schon, Sonnenaufgänge, niedliche kleine Tiere, Ampeln. Ich weiß genau, du machst sie. Und natürlich Sally. Sally ist dein Treibstoff. Fast so sehr wie Bier. Oh, 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 hey, das mit dem Treibstoff bringt mich auf eine Idee. Was? Oh, oh, okay, nein, nein, vergiss den Treibstoff, Mann. Bei lebendigem Leibe verbrennen muss echt übel sein. Oh, okay, jetzt bringst du mich schon wieder auf eine Idee. Ich sag ja, Randall, die Welt ist echt grausam. Alles klar. Da haben wir ihm mehr Tipps gegeben, wie wir ihm geholfen haben. Tja, Mann, muss los. Genieß dein Leben, mein Freund. Bald werde ich nicht mehr da sein. Oh, scheiße, Matt. Jetzt lass das doch endlich. Also langsam sehe ich schwarz, dass wir ihn retten können. Eieieiei. Gut, in der nächsten Folge schauen wir, wie es weitergeht. Und ob wir Matt retten können oder auch nicht. Mal schauen, ich bin gespannt. Ich hoffe, ihr seid's auch. Bis dahin. Ciao.